Hallo, willkommen zur vierten Folge von Outlast mit Kofellen und Jasmine. Los geht's. Also heute zock ich und Jasmine. Jasmine. Wir haben den Generator gerade eingeschalten. Jetzt geht's weiter, das Abenteuer. Ab jetzt wissen wir nicht mehr, was geht. Ja. So hell? Ja, voll. Ach so, ja, stimmt, der Generator. Lampen sind wieder angegangen. Kommt doch niemand. Aber da läuft jemand. Das ist auch irgendwie die falsche Seite, oder? Wo, nee, doch, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen durch die Löcke. Ah. Oh, warum ist die Tür zu? Nee, das ist ein anderer Weg, oder? Nee, das war. Jetzt, jetzt geht's wieder nach oben. Wieder in den. Nach ganz oben? Bis jetzt, ich weiß nicht. Sagt der Rollstuhl schon vorher, ne? Ich glaub. Ja. Versuch mal den Hauptausgang zu nehmen. Wir müssen bestimmt wieder. Wir hätten mal gucken müssen. Nee, ich glaube, wir müssen nach oben. Du kannst du nicht da raus. Das ist ja zu einfach. Ja, Spiel vorbei, ciao, nee. Leute. Hab ich halt gedacht. Ach ja, hier erstmal Kamera anschalten. Und dann nach oben, meinst du? Ich glaube schon, ja. Da waren wir noch nicht. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu diesem Sicherheitsraum. Ja, da muss da lang, ja. Nur mal gucken. Renn doch. Also muss ich ja durchhalten. Und ich glaube nicht, dass wir da rein müssen, oder? Ah, doch, das hier. Ist ja toll. Okay. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Der Priester, ja, oben. Vielleicht knüpft er uns. Can you? Oh, our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is this. Was ist das? Ein Geist? Krass. All doors. Ja, genau. Was? Evangelium? Mhm. Ich bin auch evangelisch. Voll gut. Oh, ich glaube, der meinte mit was anderes. Ich weiß nicht. Ich hätte da hingehen müssen. Also in echt. Na, wäre ich schon tot. Ja, hätte sich in den Sprint eingeschlossen und nie wieder rausgekommen. Wie lange lädt das? Ich glaube, das liegt an den ganzen. Mal sehen, wo er uns hin verschleppt hat. Oh. Wir sehen aber nett aus. Coole Sachen. Ja, hübsch gekleidet, gell? Stylisch. Okay, wie so ein Reporter. Genau wie man sich den vorstellt. Egal, unsere Kamera hat er da gelassen. Ja, wir sollen das, glaube ich, aufdecken, deswegen will er das. Film mal. Ah, da gibt's eine. J. N. Notiz N. Okay. Der Priestervater Martin. Ah, Martin. Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaub, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Oh. Vater Martin also. Passt ja sogar. Oh. So ein Depp. Aber er hat uns aufgemacht. Hey, hallo. Wo ist er hin? Ich glaube, das war aber nicht der Priester, oder? Nee. Guck. Ach, da hinten. Schau ihn mal an. Guck. Oh. Lauf mal zu dem. Und da unten ist auch ein. Ah. Oh. Oh. Voll cool. Oh, nimm seinen Kopf. Ja, das Blut. Mega. Und da hat er noch einen. Ah, egal, lauf. Überall, okay. Wollen wir hier rein mal gucken? Ja, schau mal. Dicht. Oder vielleicht besser nicht, da sind die ganzen Irren drin. Ich glaube, die sind überall.
sogar wieder eine Leiche. B. Alles verschlossen? Ja, ich glaube, wir müssen die Treppe runter. Also, du musst die Treppe runter. Ah, wie der seinen Kopf dagegen schlägt, voll eklig. Da! Soll ich ihn rauslassen? Ja, wenn das funktioniert. Na, ich schau ihn erstmal an. hübsch. Wie ein Zombie. Wackelt der so? Ja, das sieht echt mies aus. Okay. Glück. Hübsches Gesicht. Und noch einmal. Ach du Scheiße. Was hat der gemacht? Ich weiß nicht. Also da würde ich nicht schlafen wollen. Was hat der für ein Gesicht? Jetzt kratzen sich anscheinend alle das Gesicht irgendwie ihre reinste Narbe. Okay, der Priester hat anscheinend gesagt. Ich glaube, der Priester. Mach mal Nachtsicht an. Die sind nackig. Und da die Eier. Oh mein Gott! Der war aber lang. Oh, die wollen uns einen Posten geben. Lauf! Jetzt kommst du überall. Okay. Ich glaube, der schlägt an jeden Pfosten seinen Kopf. Aber wo müssen wir hin? Denken Sie. Guck in alle Türen oder so. Was ist denn eigentlich unser Ziel? Ich denke mal hier irgendwie abhauen, oder? Wir sollen das Geheimnis lüften. Oh, fuck. Oh, noch einmal. Ja, jedes Mal. Da ist nur Blut drin. Okay. Oh Gott, ich denke immer, die töten uns gleich. Die sind nur ganz friedlich. Ja, bis jetzt, aber du hast die zwei Nacken gesehen und gehört. Oh, ich kann mich hier verstecken. Ach, voll geil. Muss dir merken. Wer weiß, wo die jetzt hingelaufen sind, die waren doch eh hinter dem Gitter. Ja. Nee, das ist nur der Kopfanschlager. Ja, geh mal wieder raus. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, wir müssen. Vielleicht müssen wir ja jetzt da rein, wo die beiden waren. Oh. Der sieht auch schön hässlich aus. Der Mund. Aufgeschnitten und wieder zusammengenäht, ey. Nur der hat nichts mehr. Nee, hab ich mir gedacht. Oh, auch gedacht. Wenn es so dunkel ist, ist es voll gruselig. Okay, ich gehe jetzt da hoch. Ja, schau mal, vielleicht kommt man ja. Weil die sind jetzt immer noch da. Immer noch da. Da würde ich nicht reingehen. Aber wir müssen auch wohin gehen. Doch nicht zu dem rein. Boah, irgendwo müssen wir hin. Ja, stand da nichts von unserer Mission? Nö. Ich hab's auch nicht gesehen. Oder schon wieder vergessen, ich weiß es nicht. Aber da kommt man doch überall nicht rein. Okay, Guck mal, hier können wir irgendwie... Entlang? Ja, aber da müssen wir erstmal rein. Ja. Und da stehen ja die Zwillinge. Geh mal runter. Vielleicht gibt es da irgendwas, wo man raufklettern kann oder irgendwie so. Weiß nicht. Aber wir waren doch jetzt in jeder Kackzelle. Ja, eigentlich habe ich jede abgesucht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Irgendwie geht's. Lass die ab. Lass doch den armen Mann los. Oh, der schiebt mich weg. Cool. Aber vielleicht kann mir auch irgendwas geben zum Schlüssel. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, da gibt's nichts. Denn auch nur unsere Batterien? Ja, voll. Oh mein Gott! Guck mal, das hässliche Gesicht. Okay, ich check's gerade auch nicht. Guck nochmal die anderen Zellen an. Lass doch den armen, traurigen Kerl! Guck mal nach oben. Kann man nicht irgendwo...
Kann man nicht irgendwo klettern oder so, weiß? Nee, hier kann man das nur verstecken. Nee. Wenn ich den gucken wir gleich nochmal die Notizen oder so durch. Da ist eine Spalte! Oh mein Gott! Okay. Und hässliche Geräusche. Okay, ich glaube da hoch. Oh, das ist schon ein bisschen unheimlich. Ja. Okay. Oh, Scheiße. Meine Fresse! Damn it! What's the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Notiz. Okay. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Auf jeden Fall. Glaube ich auch. Ich komme hier gar nicht rüber. Das soll ich in Ruhe lassen. Schau mal, die Augen glühen, ich schwör. Ja, das ist hier durch die Nachtsicht. Ja, voll eklig. Wie so eine Katze. Katze, ja. Ja, geht hier. Oh. Zwillinge. Ja, wir sind hier auch. Mach mal die Nachtsicht auf. Ja, genau, da können wir jetzt. Oh, jetzt sind sie weg. Ja. Okay. Bewege ich. Okay, und wie gehe ich jetzt weiter? Nach links einfach. Also mit. Links. Ja, da wird mir noch viel heißer vor lauter Angst. Oh Gott, was sind die beiden Hände? Oh oh. Ja, irgendwo sind die Zwillinge. Da steht was an der Wand. Folge dem. Also dem Blut hinterher. Yeah! Klingt gut! Wir finden einen Ausgang. Da. Immer dem Blut hinterher. Das ist nur so eine Sterilisationskammer. Ja. Nee, jawohl doch, eigentlich schon. Man wird steril gemacht. Also nicht. Ja, ich. Also nicht sterilisiert, sondern wird. Okay. Dann habe ich ja doch recht gehabt. Sterilisiert? Vielleicht gibt es irgendwo. Ja, da eine Batterie. Wo siehst du? Na dann. Ducken. Crouch. Crouch. Sehr gut. Kommen wir wieder lange. Gucken. Da sind die Blutspuren. Und wieder irgendwelche Irren. Aha. Müssen wir weiter hoch. Oh. Durch den Abfluss hat er gesagt, der einzige Weg nach draußen. Durch den Abfluss. Ja, da steht's auch. Aha, okay. Okay. Ja, natürlich gehen wir jetzt dahinter. Durch den Abfluss. Sollen wir uns wagen reinzugucken? Ja. Da gibt es schon mal Spindel zum Verstecken, habe ich gerade schon gesehen. Und funkeln. Ja, mit wem willst du denn funkeln? Oh. Da ist rechts. Im Gefängnis. Oh ja. Okay. Da tut uns nichts. Oh, der sieht noch die ganz normal aus. Die sehen alle gleich aus, finde ich. Ja, vom Gesicht her, ja. Ja, die haben alle so hässliche Augen. Und wackeln so komisch. Sollen wir mal vorsichtshalber einen Schritt reingehen? Nein, ich glaube nicht. Okay. Da war aber wir wissen. Da geradeaus oder so. Wir müssen hier. Nee, den Blut. Ja. Ah, ne. Okay. Kannst du. Ich glaube, wir brauchen so eine Karte oder so. So eine Keycard oder so. Ja. Ja, dann müssen wir, glaube ich, noch weiter nach oben. Da geradeaus. Oh Mann. So viel Blut. Was passiert das? Geht da ab? Da drinnen. Der sieht nicht so freundlich aus mit dem Messer in der Hand. Und den Stock? Das ist so ein Schlagstock. Aber der sieht mich, glaube ich, nicht. Bäh, 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 bäh. Vielleicht duck dich und kriech drunter oder so. Oh Gott, ich glaube, der sieht dich schon. Was ist da eigentlich? Nix, da steht ein Spinner. Oh Gott, wenn der gleich rausrennt. Ja, wir wissen ja, wo die Spinnen sind. Wo lang? Da lang, wa? Ja. Ich gucke, er hat nichts gemacht.
Okay. Aber der macht was. Du bist ja auch so ein Spasti wie der. Cool. Das geht schon zu dem rein. Jo, Kumpel, helf mir mal. Also, da war irgendwo noch der Spind. Und dann hat er es gesehen. Lass mich durch! Oh mein Gott, okay. Eine Ecke getrieben. Wenn du die Türen zumachst, kannst du ihn abschütteln, aber ich glaube, da hat man keine Zeit mehr, dafür, ganz ehrlich. Und welche Tür soll ich zumachen? Ja, da gab's doch. Ah, da hinten gibt's die Tür. Hier, da wo er rausgekommen ist. Nein! So war das nicht geplant. Oh Gott, nee. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir beten. Die sind alle bestimmt auch Gehirn amputiert, dass er irgendwie nicht checkt, dass wir hier reingelaufen sind. Ich weiß nicht, ob er das so. Oh, da kommt's. Oh, da schafft. In den anderen. Den anderen. Ey, wenn der in unseren Ohren spielt. Dann laufe ich nochmal. Er will uns essen. Es regt meinen Appetit an. Hat er die Tür wieder zugemacht? Ich weiß nicht. Nein. Gibt's hier noch irgendwas? Aber da war schon Schalter gelegt. Ja, genau. Ah. Jetzt hast du die einen Türen aufgemacht. Follow the blood. The blood. Ah. Ja, wir müssen da durch. Das war da, wo wir vorher waren, wo... Das war da, wo... Da, wo inactive dran sind. Ah, okay, voll gut. Da, wo wir nicht reingekommen sind vorher. Ich wette, der kommt. Nein. Ich bin so ein Schiss da grad. Guck mal, der hat die Tür eingehauen. Pass auf den einen Spacko mit dem Messer auf. Mit dem Schlagstock. Ja, genau. Oder muss ich hier durch, oder? Nee, du musst wieder zurück, jetzt sind wir schon mehr geradeaus eigentlich. Was? Der hat mich nicht gesehen. Ich glaube, irgendwie durch die Scheiben können sie uns nicht sehen. Ah, sehr gut. Auch geht sogar automatisch. Mädchen, Mädchen. Phew. Okay, oh, das sieht alles schon so gruselig aus. Ja, irgendwer muss ja auch das Blut gelegt haben, ne? Ja, aber das ist so... Security ist immer gut. Da ist er. Oh, oh. Das sind die Zwillinge. Man wird sich. Pass auf, dass sie durch die Tür kommen. Ja, stimmt. Ja, da kannst du dich nicht verstecken. Guck mal, ob da was liegt. Oh, oh, wo soll ich hin? War da nicht noch mehr? Ah, hier. Ah. Ach du Scheiße, in welche Richtung? Rechts würde ich sagen. Da lang meinst du? Nee, rechts. Also, da steht ja sogar rechts. Du müsstest dich doch da auskennen, du bist doch ein Mann. Weiter. Okay. Ja, da ist eine Scheibe. Oh Gott, das ist bestimmt da, wo die Zwillinge sind. Ja, und dann muss ich weg sein. Aber hallo. Und, sind schon wieder weg. Den Blutspuren von... Kommt man da rein? Stimmt, was? Ja, Gott sei Dank. Da, eine Akte. Ja, yeah, voll gut. Okay. Akte war J. J. Ah, okay.
Okay. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch MMPSMM180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Voll gut. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Das war die Tür. Ja, da draußen. Durch die Scheibe und dann nach links oder so, weil da war wieder Blut. Oh, guck mal, unsere Fußspuren hinterlassen doch. Waren das unsere? Ja, alles ist kaputt, oder? Mhm. Gehen wir erstmal gucken. Ja. Die Zwillinge kommen auf jeden Fall noch. Ja, die kommen, glaub mir. Oh, Schauer, das klingt gut. Ah, da brauchen wir, glaube ich, auch so einen Pass. Ja, dann müssen wir doch durch das kaputte. Ja, das sieht ja vielversprechend aus. Bin schon bereit für. Da unten. Jetzt laufen sie da unten wieder auf den Punkt. Da ist der Dicke. Ohne Scheiß? Ja, der Dicke war der. Das war der Dicke. Der Chris Walker. Ja. Ah, cool, ich freue mich schon auf den. Den haben wir schon lang. Der hat was. Oh, der hat den Pass. Ja, sehr gut. Rennen wir jetzt ein bisschen, weil ich glaube. Ich glaube die Zwillinge. Wollen wir langsam Pause machen? Ja, jetzt speichert es jetzt fast. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Wir sind etwas verschwitzt, ultra hot hier. Voll die Sauna. Aber war voll gruselig wieder mal. Und, auf jeden Fall. Bis dann, ciao. Ciao.